Guten Abend, Leute, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Medieval 2 Total War. Also, Mailand möchte unbedingt gegen uns kämpfen. Wenn sie das so möchten, können sie gerne haben. Ich glaube, dagegen haben wir nichts. Venedig ist kurz davor, platt gemacht zu werden. Wir dürfen die 5 Runden lang nicht angreifen. Hier oben haben wir gerade ein Problem mit Dänemark. Das ist aber auch... Naja, kein Problem an sich. Sagen wir es mal lieber so, es ist kein Problem an sich. Ich muss nur mal ganz kurz gucken. Der Papst. Also Mailand ist ja außen vor. Ist exkommuniziert. So, Dänemark ist besser im Ansehen als wir. Na, da müssten wir doch echt mal was ändern. Hab ich denn irgendwo Liste der Schriftrollensiedlung? Agenten. Mein Kaiser. Was ist denn der überhaupt? Ja, Kaiser. Ach, da ist er ja. Ich werde alle mal sehen, ob das was wird. Hatschi. Für das Reich lüften. Ach, herrlich. Gut. So viel dann mal dazu. Noch mehr Agenten. Ich brauche einen fähigen Diplomaten. Er wird morgen ein toter Mann sein. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Attentäter zur Stelle. Kaiser, verratet mir den Namen des Ziels. Ja, Mailand? Was ist das Ziel des Reiches? Benennt das Ziel, ich werde euch nicht enttäuschen. Die kleine Kirche. Es soll Kirche. Brennen, ach, ja. Kaiser, es soll brennen. Sehe ich genauso, es soll brennen. Ist ein talentierter Mörder. Das ist schon mal gut. Was haben wir denn hier noch so? Habt ihr eine Aufgabe für mich? Ja, wo stehst du denn? Ach du Scheiße. Denkt ihr etwa, wir wären froh, euch zu sehen? Ich fürchte, ich muss euch heute... Damit endet wohl unser Treffen. Ja. Kein Problem. Ich werde das Reich vertreten. Ich brauche so lange, das geht gar nicht. Heute geht es nicht mehr weiter. Naja. Venedig hat gerade mal eine Stadt noch. Dänemark. Die nächsten, die verrecken werden. Um es mal freundlich zu formulieren. Ach ja. Ah, der Engländer reist hier quer durch die Städte. Nächste. Aber das ist ja jetzt sinnfrei. Wir werden belagert! So, was stelle ich mir unter Sinnlosigkeit vor? Idioten. Ich wünschte, das würde alles etwas schneller gehen. Ah. Oh. Oh, ja. Und jetzt? Für die Ehre! Für das Reich! Also, eines könnt ihr jetzt definitiv schlucken. Sollten die das einnehmen, die Wahrscheinlichkeit dazu steht ja wirklich extrem hoch. So, was haben sie denn alles? Ah ja, ne, das ist doch schon mal etwas. Warte mal, euch stelle ich hier hin. Ich als erstes mal hier jetzt vor. Dann kommt ihr dorthinter. Ihr setzt Feuer ein. Und ihr... Euch stelle ich
so ab. So. So, jetzt geht es darum. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Okay, kurze Umplanung. Ihr rennt dorthin. Zum Teufel! Der Feind hat Leitern an den Mauern! Zeigt ihm Stahl! Was? Leitern? Ah. Wo? Hey. Waren die Leitern? Ah. Hier. Der feindliche Belagerungsturm hat unsere Mauern erreicht! Haltet Stand und verteidigt das Reich! Verflucht! Der Feind rammt die Tore ein! Ich gehe davon aus, dass wir diese Schlacht... Der Rammbock des Feindes ist durch unsere Tore! Verlieren? So, haltet gegen. Ihr haltet hier gegen. Dank sei Gott! Ach. Herrje. Unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen. Verdammt! Unsere Mauern wurden eingenommen. Rennt. Es ist eigentlich klar, also... Unser schwachköpfiger General hat sein Leben weggeworfen. Und vielleicht unsere Chance auf Sieg gleich mit. Welche Chance auf Sieg? Also diese Chance... Will ich doch wirklich mal sehen auf Sieg. Verflucht! Unser Feind hat das Kommando über die Burg! Diese Niederlage hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack im Munde aller... Gut. Gar kein Problem, Leute. Kaiser. Eine Mission. Aha, okay. Gar kein Problem. Das machen wir mit Freude. Hier irgendwo.
So, hier rekrutieren wir einen Diplomaten. Zwei Stadtmilizen. Hier rekrutieren wir... Ah ja, hier können wir ja echt viel rekrutieren, merke ich gerade. Ihr wünscht? Frei nach dem Motto Let's Fail. Ja, Kaiser! Die heutige Reise ist vorbei. So. Mein Kaiser? Ich hoffe, dass ja, ihr es greife die Feinde des Reiches dieses an. Mal schafft. Wenn ich... Klarer Sieg. Endlich! Sieg! Das Reich hat eine Siedlung eingenommen. Ja? Ja, so. Mein Kaiser. So. Du gehst hier runter. Befehle, Kaiser! Lasst uns zuschlagen, Kaiser! Das sehe ich genauso. Bewegung! Schlage da. Ja, mein Kaiser! Hier errichten wir ein Nachtlager! So, was machen wir hier als erstes mal? Eine Reparatur. Und natürlich Fortbildungen. Eine Ortswache und eine Kapelle. Seid gegrüßt, Kaiser. Bin so, unterwegs. Wir reisen hier einmal entlang. Haben wir hier irgendwo noch einen... So, jetzt die Frage. Kommando 3, Kommando 4. Kommando 4 ist ganz gut. Wir nehmen also für den... Für das Reich! Setzen uns hier mit dem ab. Heiliger Kaiser! Befehle, Kaiser! Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ihr wünscht! Ihr wünscht! Für den Ruhm des Reiches! Attentäter zur Stelle, Kaiser. Tod oder Zerstörung, Kaiser? Sabotage wird erobern, was Belagerung nicht vermag. Planer, sehr schön. So, das können wir hier jetzt alles schließen. Hier unten. Wir wünschen euch den Tod, Heide! Befehle! Das musst du mir jetzt mal erklären. Formiert euch, Männer! Und wie der mehr die Feinde des Kaisers Chancen auf Sieg hat als ich. Okay, gut. Na komm, lade. Du sollst hier noch starten. Das Schöne ist, er ist eingekesselt. Er hat also echt keine großartige Chance, hier irgendwas zu gewinnen. Was ist denn das? Ach. Also gegen Armbrustschützen werden meine Leute sich doch wohl durchsetzen können, oder? Ich muss nur zusehen, dass die Leute hier so fix wie möglich dorthin rennen. Befehle ausgeführt, mein Herr. Weiter! Oh, niedlich. Das heißt aber, die gehen hier hin. Ach, die sind schon komplett. Gut. Einheiten, abrücken! Ah!
Okay, spätestens jetzt sind sie in der Falle und haben schon verloren. Ach Gottchen. Das richtig, dass sie hier. Der feindliche General flieht! Er hat keine Ehre! Unsere Männer haben den feindlichen General gefangen! Jetzt muss er uns zusehen, wie wir seine Armee besiegen! Welche Armee? Okay, gut. Also die Genua-Bogenschützen, die haben sich wieder beruhigt. Das ist natürlich schön. Gott schütze uns! Unser General liegt tot auf dem Schlachtfeld! Ohne ihn könnten seine Männer den Mut und die Schlacht verlieren! Ach, Mann, wir haben die feindliche Armee geschlagen. Nur ein wahrer Held des Reiches kann einen solch vernichten. Heroischer Sieg. Das spricht doch wieder mal für uns. Und wie ihr mit Sicherheit merkt. Haha. Ruhm für das Reich. Ihr wünscht? Reden ist Silber. Kämpfen ist Gold. Marschiert! So. Kaiser! Befehle, Kaiser! So, die fügen wir jetzt wieder zusammen, dass. Kaiser! Wir hier. Ihr wünscht? Eine gute Truppenstärke haben. So. Und dann natürlich gleich einige hier abstellen. Meine Güte. Ja, ja, so ist es halt, ne? Krieg verlangt immer Opfer. Und was das für ein Opfer ist. Für das Reich! Ach, herrlich. Das war jetzt ein schönes Wortspiel. Befehle, Kaiser. Was jeder Jugendliche eigentlich verstehen muss. Kann man von Muss sprechen? Ja, ich glaube schon. Achso, ja, da war ja noch was. Ja, Kaiser. Wir halten hier an. Ja, Kaiser. Ah, das ist nur ein Diplomat. Gut. Gut, Leute, dann war's das schon wieder für heute. Fast 19 Minuten, fast 20 Minuten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.